Also, hier, das hier ist ein Trompetenmundstück. Und in dem nun folgenden Film spielt Peter Alexander einen Jazz-Trompeter. So, das ist so späte 50er Jahre. Der Film heißt Liebe, Jazz und Übermut. Und schön, dass ihr da seid hier im Kino, euch diesen Film mal anschauen. Mit, wie heißt sie hier? Na, wie heißt sie nochmal? Kommen gleich drauf. Hier, Bibi Jones, das ist eine Sängerin, die war auch klasse, ne? So eine Schwedin. Peter Alexander als Trompeter, Bibi Jones wahrscheinlich seine Freundin, ne? Oder will werden oder was weiß ich. Auf dem Schiff spielt eine Band, da lachst du dich kaputt. Paul Dahlke am Klavier, Billy Moe am Kontrabass und Günther Fitzmann an der Schießbude. Und das ist ein Film, den muss man eigentlich mal sehen, um überhaupt zu begreifen, was in Deutschland in den späten 50er Jahren, was die da so gut fanden. Das ist wirklich klasse. Also mir macht es ungemein Spaß, solche Filme zu sehen. Und ich finde ganz toll, wenn die wieder ins Kino kommen. Da ist natürlich nicht so mit Science Fiction und so, ne? Aber das ist unheimlich lustig, ne? Was ich noch sagen wollte, ganz schnell mal noch, jetzt hier dran geschnitten, der Filmregisseur von Liebe, Jazz und Übermut, das soll man gar nicht meinen, das war der Kommissar. Da, 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 da. Hier. Du, 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 du.